Um auch das noch mal deutlich zu sagen, das liegt zum einen Teil daran, dass Rot-Grün tut, aber es liegt auf der anderen Seite auch daran, was Rot-Grün nicht tut. Dazu Beispiele. Beispiele dafür, was Rot-Grün nicht tut, sind die Kürzungen der Bundesmittel, die wir bisher schon mehrfach erwähnt haben. Ich erwähne nur das Kürzungsprogramm von CDU und FDP im Bund mit ihren, sage ich mal, Highlights, keine Rentenbeiträge mehr für Hartz-IV-Empfänger, Kürzung beim Elterngeld, Kürzung für den Bundeseinteil für Anteil für die 1-Euro-Jobber, wie Frau Nitz das eben schon gesagt hat. Auf der anderen Seite haben wir gestern schon gehört, die Kürzungen bei der Städtebauförderung und die Auswirkungen, die das dann für das Programm Soziale Stadt und die WIN-Mittel haben werden. All das, was? Naja, nu, nicht spitzfindig werden. So, und ich will mal sagen, alle diese unsozialen Kürzungen bei den Ärmsten der Armen sind nicht die Schuld der SPD, sind nicht der Schuld der Grünen. Das ist völlig klar. Aber sie tun auch nichts dagegen, meine Damen und Herren. Und das finde ich genauso schlimm. Kommen Sie endlich, und dazu möchte ich Sie wirklich auffordern, kommen Sie endlich Ihrer Regierungsverantwortung im sozialen Bereich nach und verwenden Landesmittel, um diese Kürzung im Bundesbereich zu kompensieren. Und wenn nicht, wenn Sie das nicht tun wollen, wie angekündigt, dann will ich einfach sagen, dann kommen Sie uns bitte nie mehr mit irgendwelchen sozialen Krokodilstränen um die Ecke, weil das ist dann nur Heuchelei, meine Damen und Herren. Ich komme zur zweiten Spalte, zur zweiten Betrachtung. Was tun Sie an Rot-Grün? Und da denke ich, haben wir auch ganz, ganz deutlich von Caroline Lindert vorhin gehört, dass Sie weiter im öffentlichen Dienst kürzen wollen. Und im öffentlichen Dienst kürzen wollen, ich denke, die meisten von Ihnen kennen über die Jahre die Zahlen. Ich habe nochmal nachgeguckt, von 1993 bis heute sind immerhin 5000 Vollstellen in der Kernverwaltung abgebaut worden und bis 2014 sollen es jetzt nochmal 1000 Stellen werden. Und da sage ich ganz klar, das führt doch, und das wissen Sie doch auch, zur Arbeitsverdichtung bei den Kollegen. Das führt aber auch zur Verlängerung von Bearbeitungszeiten im öffentlichen Dienst für die Bürger, was wir, glaube ich, auch alle nicht wollen. Und im Endeffekt führt es auch dann wieder, und auch das haben Sie ja angekündigt, zu einem Notlagentarifvertrag. Und da will ich auch nochmal deutlich sagen, wenn man in der Krise gegensteuern will, wenn man die soziale Spaltung über alle Bereiche der öffentlichen Daseinsvorsorge verhindern will oder vielleicht sie wenigstens mit Perspektiven versehen will, dann muss man doch sagen, dann muss man den öffentlichen Dienst aufbauen. Dann muss man Leuchtturmprojekte zum Beispiel in der Bildung oder in den anderen Einrichtungen des öffentlichen Dienstes fördern und aufbauen. Nur so kann man doch gegensteuern. Und alles, natürlich, da gucken wir auch immer hin. Wir sind im regen Austausch mit denen. Ja, aber nichtsdestotrotz, wir sind hier in Bremen. Und ich sage in Bremen hier auf der einen Seite, tun Sie etwas, nämlich Sie kürzen im öffentlichen Dienst, auf der anderen Sache tun Sie etwas nicht, indem Sie keine Landesmittel einsetzen für die Kürzung im Bundesbereich. Und beides führt dazu, und auch das ist ganz klar, dass es einfach soziale Kürzungen mit diesem Haushalt in diesem Land geben wird. Und all diese Beispiele, die ich jetzt auch aufgezählt habe, die belegen letztendlich nur das eine. Rot-Grün hat keine gesellschaftspolitische Alternative. Sozialpolitik in Bremen, und das finde ich wirklich ein Skandal, Sozialpolitik in Bremen als eigenständige Politikoption wird einfach aufgegeben. Sie betreiben keine Sozialpolitik mehr. Leider. Und das muss ich auch noch dazu sagen, leider im Sinne der Menschen werden Ihnen auch die letzten Feigenblattprojekte aus ESF-Mitteln in Zukunft wegbrechen, weil wir alle wissen, auch aus dem Europäischen Parlament, dass EFRE-Mittel wie auch ESF-Mittel gekürzt werden sollen. Und das alles zusammen führt einfach dazu, dass das zu einem großen Teil einfach eine Alibi-Veranstaltung hier ist. Fazit. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir als Linke werden jedenfalls diesen unsozialen Haushalt nicht mittragen. Danke. Als nächste Rednerin hat das Wort Frau Senatorin Rosenkötter.